Wir wissen alle, wie frustrierend es sein kann, mit Pickeln zu kämpfen. Besonders ärgerlich ist es, wenn sie ausgerechnet kurz vor einem wichtigen Tag auftauchen und uns den Tag verderben. Aber keine Sorge, in diesem Video zeige ich dir ein paar natürliche und effektive Hausmittel, mit denen du deine Pickel über Nacht loswerden kannst. Ob es ein wichtiger Termin, eine Party oder ein Date ist, diese Tipps helfen dir, dein Selbstbewusstsein zurückzugewinnen. Lass uns direkt loslegen und diese lästigen Pickel ein für allemal loswerden. Um deinen Körper schnell und effektiv von Giftstoffen und Parasiten zu reinigen, empfehlen wir dir, dir unsere kostenfreie Darmreinigung zu sichern. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung und ist für alle Zuschauer dieses Videos 100% kostenlos. Schau jetzt einfach in der Videobeschreibung und sichere dir unsere kostenfreie Darmkur. Honig und Ingwer sind wahre Wundermittel gegen Pickel. Sie haben antibakterielle Eigenschaften, die helfen, die Bakterien abzutöten, die Pickel verursachen. Hier ist, was du tun musst. Nimm einen Teelöffel Honig und mische ihn mit einem halben Teelöffel gemahlenem Ingwer. Trage diese Mischung auf die betroffenen Stellen auf und lasse sie über Nacht einwirken. Am Morgen wäschst du dein Gesicht gründlich. Diese Mischung hilft, Entzündungen zu reduzieren und die Haut zu beruhigen. Zitronensaft ist bekannt für seine adstringierenden und antibakteriellen Eigenschaften. Um ihn zu nutzen, presse eine halbe Zitrone aus und befeuchte ein Wattepad mit dem Saft. Tupfe den Zitronensaft auf die Pickel und lasse ihn über Nacht einwirken. Am Morgen wäschst du dein Gesicht mit lauwarmem Wasser. Zitronensaft hilft, die Poren zu reinigen und die Bakterien zu bekämpfen, die Pickel verursachen. Apfelessig ist ein weiteres großartiges Mittel gegen Pickel. Mische einen Teil Apfelessig mit drei Teilen Wasser, tauche ein Wattepad in diese Mischung und trage es auf die betroffenen Stellen auf. Lasse es über Nacht einwirken und wasche dein Gesicht am Morgen mit lauwarmem Wasser. Apfelessig hilft, die Haut zu reinigen und überschüssiges Öl zu entfernen, das die Poren verstopfen kann. Backpulver hilft, die Poren zu öffnen und die Haut zu beruhigen. Mische einen Teelöffel Backpulver mit etwas Wasser, bis eine dicke Paste entsteht. Trage die Paste auf die Pickel auf und lasse sie etwa 15 Minuten einwirken. Wasche dein Gesicht anschließend mit lauwarmem Wasser. Wenn deine Haut danach trocken ist, kannst du eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen. Teebaumöl hat starke antibakterielle Eigenschaften. Es muss jedoch vor der Anwendung auf der Haut verdünnt werden. Mische ein paar Tropfen Teebaumöl mit Wasser und trage die Mischung mit einem Wattepad auf die Pickel auf. Lasse es über Nacht einwirken und wasche dein Gesicht am Morgen mit lauwarmem Wasser. Teebaumöl hilft, die Bakterien abzutöten, die Pickel verursachen und reduziert gleichzeitig Rötungen und Entzündungen. Mit diesen einfachen Hausmitteln kannst du deine Pickel über Nacht reduzieren und mit einer klareren Haut aufwachen. Probier sie aus und finde heraus, welches am besten für dich funktioniert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung.